Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Royal Bunker Vinyl von Savage und Sido. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Royal Bunker von Savage und Sido, das Ganze aus dem Jahr 2017 und neben der Album-CD und der Box auch noch als Vinyl erschienen. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine weiße Vinyl mit diesem quadratischen Hai-Ausschnitt. Und zwar haben wir hier oben rechts noch einen Sticker. Savage und Sido Royal Bunker. 180 Gramm Heavyweight schwarze Doppel-Vinyl. Inklusive Download-Voucher für das gesamte Album. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Album mal oder die Vinyl mal aus der Folie holen. Hier unten öffnen. So. Gut, also, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier eben das gesamte Cover hier in weiß gehalten und dann in der Mitte sehen wir diesen Ausschnitt des weißen Hais, hier in der Aufnahme das Maul, die Nase und die Augen erkennbar. Savage und Sido Royal Bunker lesen wir hier. Auf der Seite lesen wir dasselbe nochmals, und zwar hier oben lesen wir auch nochmal Savage und Sido Royal Bunker. Und auf der Rückseite haben wir dann diese Abbildung hier, also die Nase, die zerkratzte Nase des Hais. Und dann lesen wir hier noch die Tracklist. Also wir haben 14 Tracks an der Zahl. Wir haben da drei Features dabei, nämlich Lackmann, Nico Santos und Materia. Darunter die Credits und einen Barcode. Das Ganze eine Doppelvinyl, bedeutet, wir falten das hier in der Mitte auf. Und was vom Material sehr spannend ist, also die meisten Vinyls sind ja dann doch irgendwie von der Verpackung, von dem Material her glatt und die Oberfläche auch glatt. Aber das hier, nicht, ob man das erkennt in dem Video, aber es ist eher so aufgeraut und eher raue Oberfläche. Finde ich sehr spannend auf jeden Fall. Wir haben hier die ersten Tracks aufgelistet und darüber haben wir einmal eine Abbildung von Sido und Savage. Und wir haben hier 7 Tracks an der Zahl. Nachdem wir 14 Tracks haben, macht diese Aufteilung Sinn. 7 auf der einen, 7 auf der anderen Vinyl. Wird dann auf A- und B-Seite wahrscheinlich 3, 4 oder 4, 3 aufgeteilt sein. Wir haben hier die Tracks nochmal im Detail, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat, etc. Dann hier natürlich auch noch für die zweite Vinyl und auch hier nochmal eine Abbildung von Sido und zumindest dem linken Unterarm von Savage. Dann schauen wir mal hinein. So. Also wir haben hier eine schwarze Hülle und in dieser schwarzen Papierhülle ist dann natürlich auch das Album bzw. die erste Vinyl drinnen. Und zwar haben wir hier 3 Tracks auf der A-Seite, 1, 2 und 3. Und dann haben wir hier auf der B-Seite 4 Tracks, also insgesamt 7 Tracks auf Vinyl Nummer 1. Diese klassisch in schwarz gehalten. Und dann haben wir natürlich noch eine zweite Vinyl. Und diese kommt ebenfalls in einer schwarzen Hülle. Und zwar sieht das dann so aus auf der A-Seite oder beziehungsweise C-Seite in dem Fall dann. Hier nochmal 3 Tracks. Und auf der Rückseite dann noch 4 Tracks. Also 14 Tracks insgesamt, jeweils 3, 4 aufgeteilt auf die beiden Vinyls. Beide Vinyls in glatt schwarz. Und dann haben wir zum Album natürlich auch noch einen Download-Code. So sieht das Ganze dann aus. Also wir haben hier die Anleitung, wie man das Ganze einlöst. Download-Code halte ich jetzt in dem Fall zu. Da kann man sich das Album dann nochmal digital runterladen auf MP3. Also für alle die keinen Plattenspieler zu Hause haben,
ist das natürlich noch eine schöne Sache, das Ganze dann auf MP3 zu haben. Gut, wir fassen noch einmal kurz zusammen, was ihr alles in dieser Vinyl Edition befindet. Und zwar bekommt ihr diese beiden Vinyls mit insgesamt 14 Tracks und dann noch diesen kleinen Flyer hier mit dem Downloadcode. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition von Royal Bunker von Savage und Sido. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Savage und Sido unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.